Hallo und schönen guten Morgen zu einer neuen Runde Baldur's Gate. So, ich habe mir einfach mal ins Lager zurückgezogen und meine Recken hier. My faith will guide me. Genau, sortiert. Und habe einfach mal geguckt, dass das hier alles stimmt, was ich da drin habe. Kann man ja hier auch angreifen, weil so rot angezeigt wird. genau, ich habe einfach mal die ganzen Sachen sortiert und auch ein paar neue Zauber rausgefischt, dass ich mal im Kampf das schneller finde und das vielleicht auch ein bisschen besser aufeinander abgestimmt ist. Auch mit dem ganzen Krempel da vorne. Ich habe ihn jetzt hier vorne mal, man sieht es jetzt gar nicht, aber habe jetzt mal hier eine Einhandwaffe gegeben, damit er sein Schild benutzen kann. Das war der falsche Knopf. Oder zum Schleichen muss ich irgendwann auch mal üben, wo ich da keinen großen Bock drauf habe, ehrlich gesagt, auf Schleichen. Ein Bücherstab. Da sollte ja eigentlich nichts drin sein, oder? Invasionspläne für die Schwertküste? Fragezeichen? Okay, ja, müssen gleich mal mit der Dame reden hier. Lazarus ist hier. Warum ist Lazarus denn auf einmal hier? Jetzt machen wir jetzt gleich alles, aber eins am anderen. Und zwar, so, darum geht's. Ich habe ja diese Leibwache hier vorne gehabt, ne? Ich habe tatsächlich gar nicht gewusst, dass das, ist das auch gar nicht. Offensichtlich war das deaktiviert, Gelegenheitsangriff aus irgendeinem komischen Grund. Okay, das ist auch gut zu wissen. Auf jeden Fall Leibwache. Ich habe jetzt ein Schutzschild genommen. Wenn ich das Schutzschild habe, dann ne, sind die halt ein Nachteil, wenn Leute im Umkreis um mich herum angreifen. Und das ist natürlich eine feine Sache. Also nur auf meine Verbündete, für mich selbst gilt ja wohl nicht der Schutzschild. Das ist ein bisschen komisch, aber hey, dann ist das halt so. Das heißt also, ich kann jetzt so als eine Phalanx auftreten, fast schon, ja. Dafür wollte ich ursprünglich haben. Und der Dreizack, den ich jetzt hier vorne habe, den kann man auch werfen zur Not, wenn er zu weit weg ist. Und ich habe jetzt mal die Armbrust ausgerüstet, obwohl, da steht ja nichts für Munition. Also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ohne klappt. Ich habe auch keine. Ich muss mal gucken, ob die überhaupt abfeuern kann. Das ist auf jeden Fall der Plan, wie ich da vorgehen möchte. Und dann muss ich noch schnell, das habe ich eben noch vergessen, den Zweihänder. So, dann kann ich ihn halt ausrüsten nebenbei. Ne? Falls ich halt irgendwann aus irgendeinem Grund eher Schaden machen muss, als tanken muss, dann kann ich schnell die Waffe rübernehmen. Man kann, glaube ich, kein zweites Nahkampfwaffenset machen. Ne? Ich habe das zumindest nicht gesehen. Also ich habe Distanz und ein Nahkampfset und dann eben die Fackel da oben. Ich glaube, man kann da nicht die Fackel, genau. Naja, man kann wohl kein zweites haben. Alchemie muss ich noch drum kümmern. Ich habe auch eh nicht genug Zutaten für sinnvolle Sachen, glaube ich. Ich habe hier die ganzen Tränke und so. Ne? Da kann man die auch mal vergiften, die Waffe, was man halt möchte. So, was machst du hier? We meet again. As predicted. I shall be here in thy camp. For whenever thou hast need of my services. There are many answers to that question. None are important. Okay, kryptisch der Mann. Musstet ihr nicht irgendwie einen Tempel aufräumen? Correct. No. Okay. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Das ist so einer, der sich selbst gern sprechen hört, oder? Mietlinge. Hm. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. A matter of coin. Er will 200 Coins haben, nicht mal so einen Seelencoin.
Ich kann meine Klasse bei dem ändern. Also habe ich jetzt nicht vor, ehrlich gesagt, aber das ist ja gut zu wissen. Mietlinge. Very well. Okay, also so ganz habe ich es nicht verstanden mit den Mietlingen, aber wahrscheinlich ist es einfach ein vierter Mann. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, den ich mitnehmen kann und den Lazarus spricht dann nur den, also ein fünfter Mann. Das ist, glaube ich, aber nicht ein regulärer Held, wenn ich das richtig verstehe. Von daher ist das nochmal eine andere Tüte wohl. Meine Klasse möchte ich jetzt nicht ändern. Das könnte ich aber wahrscheinlich für die anderen durchführen, wenn ich wollte. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so. Ich weiß noch nicht, warum es hier so Kisten gibt. Breathe deep and move. Ja, der will doch immer noch dieses komische, irgendwie eine Königin töten. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? It's natural to suffer a touch of worry, but an illithid worm should be causing more than mild anxiety. Before the illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Also Holiday in so einem mittelalterlichen Fantasy-Setting ist, glaube ich, ein sehr falsches Konzept und Wort damit auch, ne? Aber lassen wir das mal. So, ich habe, glaube ich, sonst alles hier gemacht, ne? Wo ist denn Madame? Ah, ne, wir können auch eher reden. Die ist übrigens eine Halbelfe mit Feenblut, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich eben reingelesen habe. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find this priestess gut, the better. Can't wait to get rid of this thing in my head. Übrigens in ihren kleinen Schächtelchen, was sie damit sich trägt, da bewegt sich wohl irgendwas. Wenn man im Kleingedruckten liest, steht das da. The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Wise. Though I hope you'd miss me after I'm gone. I think I would if the positions were reversed. But you're right. If we're to make it through all this, there can be no room for hesitation. You're doing well. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. Okay, die Düster. So, Wenn ich das Pack nehme, ist doch dumm, wenn man das Pack nimmt. Hallo? Ups. Warum sind die nicht gestackt, die Packs? Okay, ich habe nichts anderes. Dann machen wir doch das Pack.
Also wir suchen immer noch die diese komische Druidin da. Also ich denke mal, dass diese mit der Goblinfrau die Alternative wäre, dass wir eben dann diese Schamanin oder was das dann sein wird bei den Goblins, ne? Dass wir uns über die heilen lassen. Das ist wahrscheinlich beides eine Option. Nicht sicher, wer Karlach war. Tja, keine Ahnung, wo die jetzt ist, die Dame. Ich glaube, die war im Haus, aber... Finde die Heilerin Nettie. Ich denke, dass das die Ecke da war. Ist das sicher, dass das nach Norden gerichtet ist? Wenn ich nach rechts gehe, gehe ich hier nach links. Das verwirrt mich ein bisschen. Okay. A mere werebear could swat me halfway to arm. Strange things are happening to us. What festers in our minds may well impel our bodies. Ich bin verwirrt. Wenn ich nach rechts gehe, ist das links auf der Map. Okay. Ich suche die jetzt einfach mal, das ist ja nicht so spannend. Okay, eigentlich wollte ich gerade suchen gehen, aber das sieht aus wie so ein typisches Jump'n'Run-Dingy, ne? Da kann ich jetzt einfach nicht widerstehen. Dann lass mal die Gitarre da wegnehmen. Das sieht irgendwie doof aus beim Krieger. Ich habe auch den Helm halt unsichtbar gemacht, das hat mir irgendwie auch nicht gefallen. So. Springen. Die können das auch, nice. Na komm, Tio. That might be worth a look. Kurzbogen. Okay. Kann man auch ins Wasser klicken, ob man dann tot ist? Ich finde gut, dass sie hinterher springen. So, jetzt lass mal gerade die Karte zentrieren, dann gehen wir da hin. So, hier vorne ist irgendwie eine Steintür. Das ist hier bei diesem Ding da gewesen. Ich weiß nicht, ob ich die schon angeklickt hatte. Aber das sieht so aus, als ob wir da irgendwas drin hätten, was wichtig wäre. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses, Koga? Release her. She stole the idol of Sylvanas. She must pay the price. Okay, ganz kurz speichern. Bei sowas passieren immer Unglücke. She may join them. Let the devil be an example. Sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Okay. Kaga, das war die, glaube ich, die das mit diesem Zauber macht, auch gegen der Liederin da von denen. Girl. You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. So, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wahrscheinlich das hier, ne? Ich vermute mal, wenn ich die töten würde, auch wenn die Böse ist, dass ich dann von der Heilerin weniger Hilfe bekomme. Und dann versuchen wir es ein bisschen diplomatisch.
cleverer Move anscheinend gewesen. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sivisif, Teela, to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Genau, das war die Anführerin, die wohl ein bisschen ignoriert wird. Die wollen mit mir reden. Hast du ihn in der Hand gehabt? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Positive. You can trust me on that. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about something. Well, rather important. Wir haben zwar gerade geschlafen, aber okay. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this... condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Oh, staffs, tomes, cowls, the form doesn't matter, so long as it's brimming with weave. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital, dare I say it, critical. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Ich glaube, das wird nicht gut ankommen bei den anderen. Ich will ihm auch keinen magischen Gegenstand geben. Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Please,
Trust me. Your help could be the difference between life and death. Hm. Weisheit. Du spürst Geheimhaltung und Gefahr. Lass mal gucken. I'm afraid that's not going to work on me. Look, I appreciate your curiosity, but don't pursue this path. Let's agree on actions first and explanations later. Yes? Hm. Also eigentlich will ich noch loswerden, ne? Ich habe nur Angst, dass die Beziehung zu den anderen Recken ein bisschen Dings macht. Und die Handschuhe sind solche magisch, die hatte ich mir gegeben, ne? Die sind sündhaft teuer gewesen. Na gut. Thank you. I see my trust in you was not misplaced. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Oh, and as far as that tadpole trickery goes, I really do trust you'll not be so untoward again. Zerstör meine Handschuhe, ich mach dich kalt, ne? Hm, na gut. Also ich habe das, glaube ich, im Leuchten angemacht, oder? Ich sehe so komisch aus, Moment. Wolves. I didn't realize you were frightened of wolves, Shadowheart. Kommst du nicht? Everyone's frightened. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Siehst du, das ist zum Beispiel, was nichts kostet. Ja, das ist viel besser. Hm. Ich kann ihm ja nicht aus dem Weg gehen. Er sind ja hier, ne, umzingelt. Das machen wir so ehrlich. Really? Some might think it makes me a liability. Maybe that's what I like about you. You're different. They tried to steal from us. Again. We've shown them once. We take Grove Laws. Go on. Say it. You think I'm a monster? Monster? Too kind. A demon, more like. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs, defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Warum hat unsere Halbelfe gerade nicht zugestimmt wie die anderen, als ich das gesagt habe mit dem Kind? Fragezeichen. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Sevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Wir machen mal diplomatisch. This tale ends but one way.
With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ja, aber Zuflo hat ja schon gesagt, dass das 10-Tages-Reise ist und dass das nicht passt zeitlich, ne? Was hast du denn, juckst dich? He wants to jump, wants to bite. His eyes dart back and forth as he sniffs the air. He can't see them anymore, but he can smell them. Many, many strangers. The wolf bares his teeth. He doesn't take orders from you. He would chase you down if not for his master. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. The towers seized the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shar's divine sister, Saluna. What path lies before me? Ah, das ist Nettie. Okay. I see you. Just give me a moment. A moment. This Medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. I'll do the best I can. I'm no Master Halson, mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'd like to stay, if it's all the same. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Strange events. Victims can identify each other. Not that the others know their victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening.
A Mind Flayer ship? But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Warum hat die gerade den Ast weggetan? War das vielleicht doch keine Heilung? The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Also die klare Antwort ist natürlich das mit dem Schwören, ne? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Ich glaube immer noch, ich könnte den umgebracht haben aus Versehen. Da müsste man es zurückspulen im Video für. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halson and get him out of there, we can discover what he learned, and perhaps he can save your life. How's that sound? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Der ist bei Goblins und die Goblins haben alle eine Larve im Kopf und deswegen lassen die mich rein. Warum soll denn jeder Goblin eine Larve im Kopf haben, hä? Da habe ich gerade irgendwie einen Sprung nicht geschafft. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me, I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses, and they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna, and Master Halson didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Wyvern poison. Never tried it, and I hope to keep it that way. Also dieser Halsin, der ist doch zwei liegen mit einer Klappe, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Rettet den Druiden. Aber das war doch auch der Boss, oder war der das nicht? Rettet die Flüchtlinge. Rettet Arabella? Das haben wir ja eben gemacht, ne? Nicht so einfach manchmal, dass alles zusammenkommt.
jetzt der Ausgang? Ich vermute mal, wenn ich die jetzt eben getötet hätte, damit die Flüchtlinge gerettet sind vor ihrem komischen Zauber, dass ich dann jetzt nicht gesagt bekommen hätte, wo Halsin ist. Wahrscheinlich hat Halsin mir auch nicht geholfen. Andererseits hätten wir die auch alle abschlachten können und wären zu der Goblin-Heilerin vielleicht gegangen. Aber erstmal die Brücken vielleicht nicht zu früh abbrennen. Ja, die können wir nicht retten, ohne dass da, glaube ich, eine Riesenkatastrophe passiert. Bin nicht ganz sicher, wer Karlach ist. Ja, keine Ahnung, das ist so verwirrend gerade, wo ich hin muss. Also das ist da unten, war das der Tempel? Das Ding da, aber ist kein Name dran und war es das auch nicht, ne? Ja, keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Aber Sasa brauche ich ja anscheinend nicht. Die könnte mir vielleicht helfen, dass ich da reinkomme, aber dann habe ich Ärger mit denen hier vor Ort. Wo wir den Druiden rumzicken, wen kümmert das, ne? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal links hin. Das sind, glaube ich, die Eltern von Marabella oder Arabella oder sowas. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. The Nine Hells will sooner freeze over, but we'll try. Stop. I was fine. Your mother was a heartbeat away from fighting a bear. Isn't that how Mom usually is? Quiet, you pup. Gail kann die Magie des Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Tanzende Lichter. Gehört dem Träger die Fähigkeit, tanzende Lichter zu wirken. Das klingt tatsächlich auch ziemlich sinnbefreit, also da konnte ich das einfach Gail geben. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Okie dokie. I was trying to help. Oh, eine Angel. So. Hier war doch diese komische Hütte, die abgeschlossen war. Und da waren ja Stimmen vorher drin. Kann ich hier öffnen, ohne dass es auffällig ist? Ob er der Schlüssel drin ist? Da liegt ein Buch drauf. Oder. So kann man da auch reingucken. I don't know. Also ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich das jetzt einfach aufmache. Dann müsste halt unauffällig da reingehen, ne, in das Ding. Also hier ist so ein geheimer Weg irgendwie, aber das sieht nicht so aus, als ob es das ein Zugang in die Hütte wäre von hinten. Schwer zu sagen. Soll ich mal gucken, ob ich von der anderen Seite rein kann. Wie gesagt, die da befreien, ich weiß es halt nicht, ne? Ich glaube nicht, dass die das mögen würden. Ja, ja.
Man muss, glaube ich, nicht auf jeden Knopf klicken, den es gibt. Ne? Something over there. Okay, war das jetzt der richtige Weg? Klamm. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Danke. Kapuk. Did some bleeding hearts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill 'em. Okay. Nicht so gut abgesichert hier, ne? Sind überall Feinde. Der ist gleich tot, beide. Das ist wieder so einer dieser Kämpfe, wo ich mich freue. So, Adlerauge. Spurenleser. Krieger. Okay, du bist jetzt kurz zum Sterben, oder wie läuft das? Schlafen. Ich kann mehrere Leute einschläfern, genau, dann machen wir das doch. Zack. Sehr schön. Komischer Boden hier, Wasser, Schlamm. Leichte Armbrust. Entwaffnet. Hat ihn aufgeweckt, ganz zart. okay. Da ist ein neuer Geselle aufgetaucht. Zaubern ist, glaube ich, blöde. Der Sohn festhalten. Aber humanoid, also es klappt bei dem wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Ja, sonst wie machen wir das da? Vielleicht erstmal hier einen guten Heal machen. Und dann einen kleinen Heal. Über den Nahkampfwaffen von denen war ich noch nicht so ganz sicher, wie gut die klappen. Also jetzt ist ja ein bisschen Tank hier, von daher so eine Art Gift wäre auch nicht schlecht. Aber 18 Schaden ist ja schon sehr tödlich, ne? Keine Reaktionen mehr ausführen. Aber versuchen wir die mal wegzubürsten. Der Zauber macht Flächenschaden an meinen eigenen Leuten. Das ist natürlich eine Info, die ich vielleicht vorher gebraucht hätte, bevor ich jetzt mein Team auslocke. Okay. Ja, wieder, das war jetzt ein bisschen dumm. Mein ganzes Team hat ausgenockt. Ist da noch einer gewesen? Ja, wir gehen jetzt mal den Wok da töten. So, das heißt, er wird den dann werfen oder was, ne? Das will ich ja gar nicht. Genau. Also wenn ich mir jetzt hier stehe, dann beschütze ich meine Leute ja auch ein bisschen. Im waffnender Schlag wäre wahrscheinlich nicht so gut, aber hier vorne hat er dann eine klappende Wunde danach. Sehr schön. Ich weiß nicht, wofür das mit der Musik da war.
Dafür brauche ich jetzt keine Punkte für den sonst, ne? Den Bogen wieder, der eine. Wenn ich das mein eigenes Team ausgenockt habe, war jetzt eventuell dumm. Ich könnte meinen, ich hätte so einen Massenheal, aber der ging, glaube ich, nur außerhalb, oder? Dem Magier. Achso, das ging dann gar nicht. Hupala, aber der überlebt das sicherlich. Halb so gefährlich. Bis da hinten konnte er angreifen. Das ist ja krass, hätte ich nicht gedacht. Schauriger Strahl. 11 Punkte. Vielleicht hätte ich das zuerst machen sollen. Direktionsangriff, der hat richtig gut geklappt. Eben keinen Reaktionsangriff gemacht hier vorne. Weil Ding schon gezählt hatte, vielleicht die Leibwache. Na gut, jetzt kann ich ihn leider. Doch, ich kann ihn auch töten, er ist ja in Reichweite. Okay, sauber. Jetzt will ich aber finishen und sind wir gleich tot. So, weg mit ihm. Ach ja, ansonsten. Hauptsache, wir stehen jetzt hier maximal, also 1,5 Meter Reichweite, damit ich ihn schützen kann, ne? So war ja die Regel. Ach, das gehört jetzt schon als provozieren, okay. Auch 12 für einen Treffer. Jetzt kann ich auswählen, was ich will. Ja, Leibwache, oder? In der Hoffnung halt, dass er daneben würfelt. Natürlich nicht geklappt. Jetzt sterbt, ist mein ganzes Team wieder am Verrecken. Schon mal gesehen. Eine ganz neue Mechanik für mich ist das jetzt nicht mit dem Sterben, mit dem Massensterben kann man sagen. Einmal heilen geht halt nicht. Geht nicht. Jetzt müssen die zumindest noch mal treffen, damit einer umfällt, sonst habe ich nachher eine Aktion eventuell mehr. Ja, also mein Verständnis wäre jetzt, wenn ich mich jetzt dazu stelle, ist es sicherer, ne? So. Ja, war absolut safe. Kriege ich aber wieder keine Infos darüber, oder? Weil zum Gegner war der Angriff. Aber eigentlich müsste da jetzt auch dieses Fähigkeit, die ich eben aktivieren konnte aus irgendeinem Grund, die nicht passiv an war, hätte da wirken müssen. Also das ist halt verwirrend, zumal es hier auch nicht angezeigt wird im Protokoll. Maximal verwirrend, wie das funktioniert, muss man mal leider sagen. Auch wiederbeleben. Also ich will die halt alle da hinstellen, wie gesagt, damit die von dem Schild profitieren. Aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Okay, sind wir eh alle tot. Ich habe das Gefühl, dass die Schildmechanik völliger Humbug ist.
Also ich muss ja wahrscheinlich nochmal zuprügeln und dann wäre der Zweihänder besser, aber das kostet, glaube ich, auch eine Aktion. Also ich habe den Verdacht, dass wir hier gerade alle drauf gehen. Wenn ich sie jetzt heile, da sind ja erstmal die anderen dran, ne? Dann werden die wieder sterben. Also da kann ich mir da wahrscheinlich ein Eis drauf backen. Gehen wir dem erstmal mit. Die greifen halt alle an, außer den Tang. Und das Schild des Tang scheint irgendwie so lala zu funktionieren. So, jetzt geht's zum Beispiel wieder, ne? Stehen wir in dieser komischen Säure. Aber kein Debuff angezeigt, also vielleicht war es nur beim ersten Schmeißen. Ich hätte einen Nachteil dafür, weil das zu nah ist, das Ziel. Okay. Ja, mach mal der hat nur dieses Leben. Der hat sogar fast eine Chance gehabt, den auszunocken. Kann man nicht retten, nicht so. Okay, wenn wir die finishen. Nice, der Move. Very nice. Sturmangriff bis 7 Schaden. Okay. Versuch ihn zu finishen lieber. Einen Lebenspunkt hat er noch, aber ja. Kann ich glaube ich nicht ändern. Ich hätte die Waffe vielleicht in das Dings eintauchen können, in die Säure, ne? Kann ich in die Oberfläche getaucht werden? Wahrscheinlich zu flach oder so. Wenn du ein Schild trägst, sind Angriffe auf deine Verbündeten im Nachteil, sofern sie dich im Abstand bewegen. Oh, this isn't good. Ich frage mich aber, warum die mich immer fragen, ob ich das aktivieren möchte. Also ob das danach aufgebraucht ist und für keinen anderen mehr wirkt oder ich meinen Reaktionsangriff verliere. Anders kann das ja nicht sein, oder? So, lass den mal gerade ausschalten, das dumme Vieh da hinten. Kommen wir nicht weiter, wenn wir keinen töten, ne? Vielleicht trotzdem mal hier in Sicherheit springen. Ah, es gibt einen Reaktionsangriff, okay. Aber hast du noch einen zweiten? Sniper. Also die Reichweite wohl maximal weit. So, aber den können wir jetzt töten. Die werden zumindest mal dünner. Und da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal die Leute das Leben retten. Was jetzt passiert? Habe ich dir das jetzt übergeben? Ich wollte das eigentlich auf sie draufschmeißen, damit die geheilt wird. Ne, da sind die. Ich habe die aus dem Ding rausgenommen nur. Keine Ahnung, kann man nicht werfen anklicken? Werfen. Also ich kann das irgendwie nicht anklicken. Jemand meinte mal, man kann die auf den Mitspieler werfen. Aber offensichtlich will er das ja nicht machen hier. Nicht genug Aktion. Vielleicht liegt es da dran. Vielleicht muss man daneben stehen oder so. So, erstmal wieder frisch machen. Und dann würde ich die schon ganz gerne heilen. Ja, den könnte ich mit dem Armbrustschuss aber zerstören, da hinten gleich, ne? Tja, retten wir jetzt unsere Kameraden oder töten wir das da hinten jetzt? Nächste Runde retten wir die dann hoffentlich. Kannst du eh nicht schießen, oder?
genau. Hier ist noch ein Schild davor. Okay. Zwei Bohnen kann man nicht retten. Ich brauche halt eine Aktion. Aber wenn ich einen trinke, ist eine Bonusaktion. Na gut. Ich gehe schon mal in seine Richtung. Hätte jetzt die Armbrust in der Hand? Ich will natürlich, dass er das Schild in der Hand hält hier. Ich frage mich gerade, ob das unterschiedlich, ob das irgendwie Bewegungspunkte oder irgendwas kostet. Hat er die Armbrust in der Hand? Das scheint nicht zu kosten, das Wechseln. Okay, das ist auch mal eine Info, die ich, gut ist zu haben. Okay. Warum kannst du den jetzt nicht retten? No holding back. Sehr schön. Sterbe ich jetzt, wenn ich da reingehe? Also wenn man direkt aufsteht, kann man gar keinen retten. Ist nur Blut, ne? Nächste Runde dann. Klasse. Einfach klasse. Aber dann hat er zumindest immer dieses. Man sieht das wieder nicht angezeigt, ne? Aber wenn ich vor dem stehe, wenn der Fernkampf ist, dann hat er wieder Nachteil eigentlich. Das ist halt dumm, dass man es nicht angezeigt bekommt von den Gegnern. Da muss man dann so viel auswendig wissen, ne? Weil es ja nicht angezeigt ist. So, kleiner Feuerball. Zack, und wieder tot. Also ich frag mich schon, ob ich das richtig spiele, aber hey. Wenn es klappt, dann klappt. Also muss nehmen, was man kriegen kann. Die kleine Ratte da oben hole ich mir auf jeden Fall jetzt gleich. Musst hinlaufen. Okay, dann lauf mal. Wahrscheinlich jetzt wieder ausgenockt. Wird auch schon kommen. 18 Meter Reichweite. Ja, bei Rettungswürfen, ich glaube, das zählt nicht auf Rüstung, ne? Ich habe das schon tausendmal gelesen und weiß es leider immer noch nicht mit den Rettungswürfen. Aber ich glaube, dass das keinen normalen Angriff negieren würde. Und Attributswürfe, da bin ich halt auch nicht sicher, wo da der Unterschied genau ist. This is my time. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht die Reichweite. Wir heilen ihn wieder, dann kann er wieder getötet werden. Und er ist wieder unten. Ist ja selbsterklärend. Kann ich dich mit dem Charge erreichen? No, okay. Ja, dann machen wir hier einfach Fernkampf. Klasse. Ich
Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, den zu heilen, ehrlich gesagt. Oh, die sind echt mächtig, meine Helden. Und der nächste tot. Aber Waffen schießt auf jeden Fall ohne Munition. Das ist schon mal eine gute Info. So, kann ich mal heilen? Und war doch halb so gefährlich. lass mal eine Rast einlegen. Lovely little pick me up. War ja so gut angefangen, der Kampf mit ne, Entwaffnen und alles. Wieder alle gelootet. Das Problem im Moment ist halt, ich habe mir ein Bild überlegt gehabt ursprünglich, wo die halt, ne, das Schutzschild, die beschützt die Leute. Aber das scheint ja zu 0% zu funktionieren. Und das Spiel hat mir 3 Squishies mehr oder weniger in die Hand gegeben, die dann andauernd verrecken. Also, weiß nicht. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. What am I to do? Heilen? Jetzt haben wir natürlich kein Heal mehr, ne? Da muss ich eine große Rast wahrscheinlich einlegen. Wenn ich meine ganzen Zauber wieder bekomme, ist ja eh ein gefährliches Pflaster hier. Genau, einfach nur pennen. Ja, die kurze Rast mir schenken können, aber hey. Ich wusste nicht, dass ich jetzt einen Heilzauber auch brauche. Okay, creepy. Jetzt zappelt noch, okay. Dann lass mal gucken, ob wir jetzt vielleicht einen Heilzauber auf den machen können. What to do? His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Ja, wenn er so ein Druide ist, kann man vielleicht auch so eine Tierstimme mit dem reden. Aber ich glaube, von mir kann das keiner. Nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Wenn er hier. Aber das. Keine Ahnung, ob ich das dann auch gerade finde. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem mache. So, ich wollte eigentlich mal. Seems simple enough. Das lesen. Da kam ich eben nicht zu. Okay, jetzt kann man aktivieren. Kann er mit dem reden? His breaths are shallow. No, okay. Ja, meine Problematik ist immer noch so ein bisschen das mit dem Schutzschild, ne? Hier. Weil ich habe eigentlich die etwas schlechtere Waffe, damit ich eben das Schild benutze. Und die Wirkung des Schildes, auch wenn die gerade ein paar Mal wohl aktiviert wurde, haben wir ja trotzdem, ist ja trotzdem wieder Fall durchgefühlt. Klar, es ist auch ein bisschen Pech gewesen. Aber ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Des Adlers. Könnte mal die Dinger alle gleichzeitig aktivieren, vielleicht passiert dann was. Wäre so ein bisschen der Klassiker. Ach, ich muss das alles durchsuchen irgendwie. Hat eine Falle gefunden. Den könnte man da leeren, okay. Wir müssen mal die Tränke gleichmäßiger verteilen. Wie kann man den Stack denn machen? Stapel teilen.
Geht aber da so. Die Rune ist an. Watch how you go. There's a trap. Handschuhe. Bin ich nicht. Ah, die hat die Falle nur entschärft. Tja, wir kriegen jetzt die Rune auf. Die Truhe meine ich. Also das ist glaube ich schon nicht verkehrt, wenn wir die mal aufmachen würden. Die sieht da so aus, ob die ja, einen gewissen Wert hätte. Dabei habe ich auch einen Dietrich bei, könnte ich meinen. Komisch. Okay. einfach okay, frage ich mich. Also man muss da wahrscheinlich schnell dran vorbeilaufen mit den Dingen an. Okay, ich mache mir heute erstmal einen Kaffee und dann machen wir im nächsten Video weiter. Ciao, ciao.